Hallöchen Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wieder mit Enshrouded und da befinden wir uns ja mehr oder weniger im Endstadium. Ich bin auf jeden Fall total gespannt, was mich heute erwartet, denn wir haben ja da noch, glaube ich, 2 oder 3 Quests offen. Wir müssen mal gucken. Im letzten Part habe ich den Ultra-Mega-Gleiter aus dem Sonnentempel geholt. Ihr habt mir geschrieben, dass im Sonnentempel was übersehen wurde von mir und auch, dass ihr das nochmal sehen wollt, wie ich zu der einen Miasma-Wurzel gehe. Das werden wir jetzt im heutigen Part nicht machen, das habe ich aber auf dem Schirm und das werden wir auf jeden Fall auch noch aufnehmen. So, und jetzt will ich nicht lang schnacken. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir gerne ein Abo da und scannt diese beiden QR-Codes, wenn ihr Bock auf mein Discord oder Insta habt. Ja, und dann würde ich sagen, Leute, viel Spaß und let's go! So, wir sind also wieder zu Hause. Ich gucke gerade, ob irgendeiner von den NPCs mit uns sprechen will. Schaut nicht so aus. Das heißt, ich gucke mal in meine Quests. Versteckte Handwerksrezepte Schwarzmoor. Finde alle Handwerksrezepte im Schwarzmoor. Gut, das ist ja für heute jetzt nicht wichtig. Plasmapresse, wisst ihr ganz genau, haben wir noch offen. Die Notenblätter, da fehlt noch eins. Da weiß ich auch nicht, wo sich das befindet. Wahrscheinlich finde ich noch eins irgendwo im Ödland. Werden wir gucken. Fossilien finden. Ist auch noch eine Quest. Das können wir auf jeden Fall auch noch machen. Hallen der Erloschenen ist ja auch noch ein Dungeon, der offen ist. Und die große Beute. Spähe das Plündererlager aus. Und diese Quest werden wir jetzt machen. Wir sind ausgeruht. Wir haben alles repariert. Fehlt mir sonst irgendwas? Ich glaube nicht. Den Ausgeruht-Buff haben wir auch. Dann würde ich sagen, wir starten. Let's go. Und da sind wir auch schon. Ich habe hier im Vorfeld natürlich mal wieder den Altar platziert, dass wir nicht so weite Wege zu gehen haben. Und wir sind hier beim Klingenposten. Jetzt gucken wir mal, denn ich denke, das, was wir brauchen, befindet sich da drin. Oder auch nicht. Quest abgeschlossen, die große Beute. Wieso haben wir diese Quest jetzt abgeschlossen? Das kann ja nicht sein. Ich dachte, wir müssen was finden. Belohnungen ist eine Kiste. Egal, wir gucken es uns natürlich einfach trotzdem an. Komme ich da irgendwie hoch? Jawohl. Dann durchsuchen wir mal dieses Dingsi-Dingsi. Und gehen weiter zu diesem Dingsi-Dingsi. Gut, hier haben wir natürlich wieder jede Menge Gegner, freundliche Personen, die geradezu auf uns warten. Weg mit dir. Oh, und da ist ja auch schon wieder die alte. Menschenskinder, ey. Die ist ja auch gar nicht nervig. Warte mal, da oben kann man auch noch lang. Okay, wisst ihr was? Ach so, Ja, wir gehen einfach zuerst mal da hoch. Gucken uns das ganze Spektakel von oben an und plündern das dabei. Explosionspfeil freigeschaltet bei der Jägerin, weil ich Schwarzpulver gefunden habe. Nice. Okay, also da rechts müssen wir hin, da unten und dort hinten. Ja, wo gehen wir denn jetzt zuerst hin, Leute? Ich würde sagen, wir düsen mal hier hin und darunter. Genau so und nicht anders. Und irgendwas ist da drin. Oder da oben? Da oben ist er. Hallo, du versperrst mir den Weg, Junge. Ach, und da, schau an, ist auch die Kiste. Mit der ältesten Hose. Haben wir irgendwas hier übersehen? Ich denke nicht. Wir gucken weiter. Hier ist ja noch ein Zelt. Ist hier irgendwas Interessantes? Außer ein schlafendes Skelett? Nö. Da können wir hoch und auch wieder was durchsuchen. So, hier sind jede Menge Fallen, in die wir am besten nicht reintreten. Oha, man kann es halt aber auch echt übertreiben. Entschärfen?
Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ah, cool. Und wir schauen, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Kleines Zimmerchen. Kann ich irgendwie hoch? Nein, dann machen wir hier mal auf. Ah, hier ist eine Treppe. Ja, du kannst mir gern hinterherlaufen. Hörst du auf damit? So haben wir nicht gewettet. Hier sind noch Federn und eine Kiste mit Schwarzpulverkugeln. Wer hätte das gedacht? So, sonst ist hier aber nichts mehr, gell? Nee. Dann düsen wir wieder runter. Wo ist die Treppe dort? Und gucken mal hier. Oh, hier ist ein Vögelchen. Das war diesmal leider nicht ich. Oder was heißt leider? Ich war es nicht. Oh mein Gott. Hey. Du kannst doch nicht einfach so um die Ecke kommen und mich hier fertig machen. Blöde Schmettekake. Was ist denn los mit dem? Auf. Ja, endlich. So. Und jetzt bist du dran. Oh, Leute, ich weiß, nicht schimpfen. Ich habe vergessen zu essen und zu trinken. Oh. Mein Gott, das passiert mir aber auch oft. Wobei ich mich gebessert habe. So, dann trinken wir ein Tranky und schauen weiter. Ah, hier geht's ins Verlies zu einer weiteren schicken Kiste. Wolfsrudel-Axt. Auch nicht schlecht. Und was ist hier? Ich sehe nix. Ach so, nix. Okay. Ist auch kein Problem. Schauen wir mal weiter. Da kann man wieder was durchsuchen. Was war hier? Ach so. Kiste. Durchsuchen. Und einmal rauf mit uns. Hier ist auch nur noch das da. Und dann sind wir hier auch schon wieder fertig und können noch hier ins Haus. Und dann haben wir ja quasi die Seite erkundet. Das können wir noch plündern, dieses Sandgräber-Ding. Gegrillter Sandgräber. Und auch hier können wir hochlaufen. Ah, und hier ist noch eine Kiste. Sieht genauso aus wie das Ding da hinten. Okidoki, dann gehen wir wieder rüber und machen in der Mitte weiter. Hier waren wir ja schon überall. Hier ist der da noch. Ja, da waren wir. Gut, da ist die Murder. Dann gehen wir mal hier rauf, machen das dann noch schnell. Und dann brauche ich wieder meine Pfeile. Brauchst gar nicht rufen. Hier, ich schieße auf deinen Dickbauch, aber das bringt gar nicht so viel. Schießen dir lieber mal ins Gesicht. Okay. Na gut, dann stellst du dich halt genau neben mich. Das ist mir auch recht. So. Und da haben wir es schon. Ist da noch wer unter mir? Ja, der Köter. Cool. Das war irgendwie leicht. Aua, fährst du mal auf. Wo kommt ihr denn jetzt schon wieder her? Okay. Dann nehmen wir gleich alles mit. Da habt ihr mir nämlich auch in die Kommentare geschrieben, warum ich das nicht tue. Das tue ich eigentlich schon. Nur mache ich das meistens dann im Off, weil, keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht.
Das ist halt, mein Gott, ich loote einfach nur und ich denke mir halt, das ist jetzt vielleicht nicht so interessant. Deswegen. Oh. Oh nein, ich brauche meine Waffe. Hä? Mann, also heute habe ich es mit ihm aber nicht so. Ich blocke doch. Was willst du eigentlich von mir? Jetzt, tschüss. Du Nervensäge, echt. Okay, okay, okay. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Hier unten. Machen wir hier unten weiter. Da ist nichts drin. Hier kann ich ein paar Sachen plündern. So nämlich. Und dann kann ich da rauf. Um wieder was zu plündern. Da unten könnte ich das noch mitnehmen. Machen wir jetzt einfach mal. Dann sind wir nämlich, glaube ich, mit der Seite fertig. Ach so, dann sind wir fertig, fertig. Da oben kann ich auf jeden Fall noch rauf und da hinten war auch noch was zum Plündern. Ich will nur kurz hier hochschauen, ob hier noch irgendwas wäre. Außer zwei Explosionsfässer, die mich instakillen. Nee, aber dann fliegen wir hier hin. Nehmen das getrocknete Fell noch mit und düsen hier rauf. Meine Waffe ist auch fast im Arsch. Ach nee, da ist noch so eine. Warum sind hier eigentlich so viele von denen? Die sind ja gar nicht stressig. So, darauf einmal mit uns. Schaut mal, die hat schon gar keinen Bock auf uns. Aber was muss, das muss. Wow, der war gut. Ich muss also hier so reinschießen, wenn sie sich nicht die ganze Zeit bewegen würde. Tschüss. Das war's mit dir, Gute. Ist denn hier was? Jawohl. Und was hat sie für ein Looti für uns? Oh, strahlender Paladin-Helm. Gibt es hier gar nichts zu lesen oder so? Ich hätte das jetzt eigentlich vermutet. Ah, da geht es auch noch weiter. Okay. Hier ist noch das zum Looten. Sandstein. Oh. Und hier das noch. Dann ist hier nochmal Metallschrott. Und das war's hier. Gut. Dann lasst uns doch hier rein. Ach, hier ist eine goldene Kiste. Ah. Goldene Kiste. Das ist, wenn man zu gierig ist. Dann rennt man in irgendwelche Fallen, weil man sie einfach nicht sieht. Gleisender Magierstab. So, so. Wir sind hier fertig. Und das letzte Ziel, was ich aktuell auf der Karte habe, ist der letzte Sonnentempel. Und ich hätte mal gesagt, dass wir jetzt da einfach hindüsen. Und ich bin wirklich gespannt, was dann da ist. Ach, da komme ich nicht rauf. Oder auch Manu. Und da will ich aber nicht lang, da ist Miasma. Nee. Ziemlich brenzlig hier die Situation. Aber hier geht's. Dann passt das. Was ist hier? Nix. Oh, hallo, was haben wir denn da Schönes? Kleines verlassenes Häuschen. Sieht irgendwie auch cool aus, so eine Bar mitten im Ödland. Vielleicht finde ich ja da die letzte Ding. Ach, was ist Ding? Notenblatt, genau. Nehmen wir mal eine Fackel.
und gucken mal. So, was haben wir hier Schönes? Ganz viele Sachen zum Mitnehmen. Aber kein Notenblatt bisher. Hier ist noch Wasser. Wie schaut's aus? Ich kann auch schon wieder irgendwas essen. Jetzt hat. Ah, das braucht man nicht. Dann gehen wir mal rauf. Ganz viele Türen. Benötigt Dietrich. Dann öffne dich mal. Ach so. Und für den Balkon benötige ich also den Dietrich. Natürlich. Ach so. Nee, sitzen möchte ich nicht. Wir haben keine Zeit zum Sitzen. Wir sind auf einer Mission. Und ich hätte schon gern das letzte Notenblatt. Ja gut. Werde ich schon irgendwann finden, oder? Leuchtet da was? Nee, da war ich ja vorher schon. Plündern, plündern, plündern. Hier ist noch ein Dietrich. Ich glaube, das war's hier. Gut. Dann natürlich weiter im Text. Und wir müssen irgendwie eher so Richtung Westen. Ah, da hinten ist er. Ich sehe ihn schon. Jetzt habe ich natürlich wieder keine Steine mitgenommen, ne? Macht nichts, die holen wir uns jetzt kurz hier noch. Damit ich mir hier auch einen Altar hinsetzen kann. Ich hoffe, ich habe noch Space, aber ich glaube schon. Packen wir den mal hierher. Gut. Was gibt's hier? Was ist denn hier? Ach so, nee, wartet mal. Ich schieße das lieber aus der Entfernung an. Und vielleicht befindet sich da ja irgendwas drunter. Nee, okay. Hätte ja sein können. Und was ist hier oben? Auch nichts. So, dann haben wir hier tatsächlich unseren letzten Sonnentempel. Und ich setze mir den jetzt mal dorthin. Perfekto. Wie sieht es aus mit dem Inventar? Da passt alles. Gibt es hier irgendwas? Ich glaube nicht. Jetzt bin ich gespannt, was uns da erwartet. Genau, zuerst mal die Respawn-Flamme. Wo geht's denn jetzt hier lang? Aha. Sonnentempel, neue Quest, verlassenes Ödland. Du hast einen großen Tempel im Ödland entdeckt. Bestreite alle Herausforderungen und erreiche den letzten Raum des Tempels, um besondere Beute zu finden. Hier gibt es also wieder einen Baublock. Okay. Dann werden wir mal unser Bestes geben, ne? Schauen wir mal. Na klar. Du kommst nicht zum Zaubern. Aber hier sind auch welche, die machen wir zuerst mal Platti, Plattinger. Oh, und hier braucht man 4 Dinger für die Tür. Hallo, gehst du kaputt? Danke. Ich hätte nämlich gern mal die Fackel. Um mich hier ein bisschen umzuschauen. Ah. Das ist doch eins davon, oder? Ja, ist es tatsächlich. Cool. Da oben kann ich hoch, um das anzuschießen. Dann brauche ich nochmal meine Fackel, damit ich was sehe.
Okay, zwei haben wir, dann müssen die anderen zwei ja wohl auf der Seite sein. Da oben ist eins und da hinten. Oh, ja, das habe ich natürlich jetzt nicht gesehen. Kann ich mich nicht irgendwie eins weiter... Ach ja, egal, dann sollen sie mich halt stechen. So. Und das letzte... ist da drin. Wie komme ich denn da dran? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Von hier? Nee. Kann ich da irgendwie hochhüpfen? Hä? Ach so, von hier. Jetzt sind alle auf. Ja, Fackel bitte. Wir müssen uns ja umgucken in Ruhe. Aber ich schätze mal, hier ist nichts außer das hier und das hier. Cool. Das haben wir also geschafft. Dann gehen wir raus. Und anscheinend haben wir dann ja hier noch mehr. Ach genau. Da müssen wir dann als letztes rein. Und hier seht ihr schon, das eine leuchtet. Eins davon leuchtet, das heißt, eins ist da hinten und das andere ist das Ding da oben. Dann pacen wir mal zu dem da hinten. So. Okidoki, was wird uns jetzt hier erwarten? Schauen wir rein. Wir brauchen keinen Dietrich. Okay. Kann ich die zumachen, damit keiner kommt? Nö, doch. Also, hier ist auf jeden Fall ein Knopf, der die Tür da hinten öffnet. Und ich muss jetzt quasi da drüber laufen. Aber ich könnte doch einfach... Haha. Okay, alles klar. Das heißt... Ach so, der Weg ist ja hier angezeigt. Eins, zwei, drei, vier. Eins zu drei, eins, zwei, drei, zwei nach da und eins nach da. Okay, das ist ja easy. Das wäre cool, wenn sie es nicht angezeigt hätten, weil dann hätte man nämlich wirklich ein bisschen, ja, gucken müssen, wie tatsächlich die richtige Lösung ist. Aber war auf jeden Fall cool. Das heißt, wir sind hier aber auch schon wieder fertig. Und können dann zum letzten. Was da oben ist, wie komme ich da hoch? Oh, so. Es werde Licht und hier sind Blitzdings. Sie ist aber noch nicht aktiv. Ah. Okay. Das war einfach. So, dann sind jetzt die Blitzdingsies aktiv. Erfahrungsschriftrolle, die kommt ein bisschen zu spät. So, jetzt sind alle offen. Was ist eigentlich da hinten? Guck mal, da kann man irgendwie auch lang. Ich weiß zwar nicht, wozu. Ach so, ich glaube, um da hinten hochzukommen. Ja gut, das brauchen wir ja nicht, da waren wir ja schon. Das Ding hier in der Mitte ist, glaube ich, nichts Besonderes. Nee. Das heißt, wir können jetzt ins Hauptgebäude. Und da oben ist auf jeden Fall schon ein Dings... ein Schrein der Flamme, wo wir auch noch was holen können. Und war es das jetzt schon? Ist jetzt hier einfach nur eine goldene Kiste? Ältestenhose. Nein, wir brauchen ja noch die Dinger. Die Baublöcke, wo sind die denn schon wieder? Standort unten heißt es, okay. Ah, hier ist auf jeden Fall was zu lesen. Lass mich mal ein bisschen umschauen.
Gehen wir erstmal schnell raus. Und haben 6 Funken. Und der Standort ist unten. Das heißt, man muss irgendwie da noch runterkommen. Nein, muss man nicht. Wir haben's. Geil. Der Typ hatte sie dabei. Verlassen. Sand füllt meinen Hals. In meinen Lungen macht sich Staub breit. Draußen tobt immer noch der Sturm und lässt Verwehungen zu Dünen und Dünen zu Staubteufeln heranwachsen. Oh, wie sehr ich mich doch nach der Kälte sehne. Die Saphirküste, windgepeitschte Wellen, die in der Sonne glitzern. Kinder, die in Hängematten aus Seide liegen und Yucca genießen. Qualvolle Erinnerungen, zu schön, um wahr zu sein. Mein Hals schmerzt. Warum haben uns die Erbauer verlassen? Ja, und somit, meine Lieben, haben wir auch den Sonnentempel hier fertig. Das heißt, für den nächsten Part gucken wir, wo das letzte Notenblatt ist, gucken, wo das letzte Handwerksrezept ist und schauen, dass wir alle Fossilien finden. Dann haben wir die Quests auch erledigt und dann fehlen, wie gesagt, nur noch die Dungeons. Ja, irgendwie krass, dass Entrouded jetzt langsam sich dem Ende zuneigt und auch irgendwie ein bisschen traurig. Aber Entrouded ist ja nicht aus der Welt. Wir haben ja auch jetzt immer noch ein paar Parts, die wir spielen und dann kommt auch wieder ein Update und so weiter und so fort. Ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, bye bye.